Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter im Story Mode. Und beim letzten Mal hatten wir echt eine spannende Folge hinter uns. Haben ein Wildschwein erlegt, was wir eigentlich Günther vorbeibringen wollten, der hier in der Hütte leben soll. Aber der scheint nicht zu Hause zu sein und den müssen wir jetzt suchen im Dunkeln, was gar nicht gut ist. 19 Uhr ist es, das heißt es wird immer dunkler und dunkler werden. Dafür sollten wir natürlich unseren Hut auf jeden Fall wieder aufsetzen, damit er uns auch als Jäger kennt und uns nicht versehentlich erschießt. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir schnell Günther. Ich hoffe, dem geht's gut. Günther Jauch, mitten in der Wildnis. Wir werden dich retten, Günther. Halt durch, Mignon. Ich weiß auch gar nicht, ob wir irgendwie... Licht können wir doch anmachen, ne? Ja. Wir können nämlich Licht anmachen. Okay. Sind auf jeden Fall keine Raubtierspuren, das ist schon mal gut. Aber die Fußabdrücke sind hier noch. Well, there is Gunther's hunting blind. But where is Gunther? Okay, hier jagt der Günther. Der Verwunderte. Okay. Enough of this wild moose chase. There is another campsite to the west. Gunther may have abandoned the last camp when the storm hit. If he is not there, the only other possibility is that he is lost in the tiger. Oh nein. Okay, wir müssen Günther definitiv retten. Der arme Dude. Ich würde sagen, wir holen unser Quad, damit es ein bisschen schneller geht. Sicher, sicher. So, jetzt hier noch übers Eis. Und dann sind es noch 200 Meter zu Juni. Oh mein Gott. Ich glaube, ab hier sollten wir gleich fast zu Fuß weitergehen. Die Strecke ist ganz schön übel. Wobei ich mich sicherer fühle auf dem Quad. Weil wenn dann mal ein Bär oder so angreift, dann können wir wenigstens schnell uns verpieseln und Günther zurücklassen. Dann wird nur Günther gefressen. Wir müssten gleich da sein. Oh, da ist ein Haus. Juni, wir sind da. Oh nein. Is there anything there that might tell us where he is? Okay, Günther ist jetzt krank und wir müssen den finden, weil er ganz alleine ist. Aber wie finden wir den? Suche nach Hinweisen auf Günthers Aufenthaltsort. Holy shit, okay. Interagieren. Den Brief können wir lesen. That sounds like a reindeer, but it's in pain. Oh no. Gunther was sick, starving, and a terrible shot. What if he wounded an animal without killing it? Please, find this reindeer and tell me I'm wrong. Okay, wir hören das Rentier. Soll mit dem Rentier sein? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz gelesen und gecheckt. Aber wir gehen mal hin. Also irgendwas scheint da zu sein. Oh, da ist es. Sollen wir das jetzt schießen? Keine Ahnung. Denk mal, wir sollen da schießen, oder? Geh davon aus. Schön hier, Tier. Ja, das hat bestimmt einen Hinweis. Der erste Schuss war übrigens sehr gut, wie ihr seht. Aber ich wollte nicht, dass es wegläuft, deswegen habe ich weiter geschossen. Okay. Ja, der erste Schuss war direkt Lungenflügel rechts. Okay. Der andere beiden Schüsse. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. We have to find him before more animals get hurt. Or before he hurts himself. Do you see anything around his campsite that would give us a lead? Those ja, look like Gunther's bootprints. Let's find him. Looks like his tracks follow the riverbank, probably to collect the musk deer meat. I hope this isn't a dead end. Sorry, poor choice of words. Gunther isn't the only one desperate for a meal out here. The rivers flooded during the warmest spring on record last year. Then out of nowhere, the temperature dropped, and in a flash, the rivers froze early. It's too bad bears can't ice fish. Bad, 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 very bad. There is no blood, no wounds, which means this musk deer probably died from disease or poison. If this is where Gunther was shopping for meat, he's in worse trouble than we thought. Oh mein Gott. Careful. This happened in another province, exactly like this. Scheint ein Bär gewesen zu sein. It was anthrax. Holy shit. You should be safe as long as the temperature stays below zero. You don't touch these dead animals and you don't eat the snow. Nee, die fassen wir nicht an. Probably made all these mistakes. Oh, das ist ein Lager. There are more footprints to follow. My stomach is sinking just thinking about what you'll encounter at the end of the trail. Oh, Juni, da bist du ja. Be careful. That tent belonged to Gunther.
Gunther ate contaminated musk deer and died with symptoms that are associated with anthrax. Oh nein! Rest in peace, Gunther. Juni! So, I promise the rest of this expedition will not be so grotesque. Juni? Is the word there? Pushkin over at the federal department. A hazmat team is en route to clean up that riverbank as soon as the weather permits. Oh nein. Ach, Juni. Das ist ja richtig sad. Juni hat es leider nicht geschafft. Kann man nichts machen. So, Leute. RIP Juni. Unser Plan ist es jetzt aber. Hier haben wir drei Stellen, wo wir hin müssen. Dort sind wohl diese kontaminierten Sachen, woran Juni gestorben ist. Irgendwie an der Milz, was weiß ich. Aber ich werde erstmal nach Hause fahren und einmal Tag machen. Und dann werden wir uns mal diese Stellen angucken. Und hoffentlich die Natur retten, indem wir diese Schadstoffe da entfernen können. It lets out all kind of things that have been frozen and dormant for years and years. Things like fossils. Things like anthrax. Anthrax, Milzbrand auf Englisch, okay. Wieder was dazu gelernt. This area is anthrax free. Thank you. Okay. There are two more of these stations in the area. Ich kenne mich damit leider gar nicht aus, was Milzbrand genau ist. Ich weiß nur, dass die Milz ein wichtiges Organ ist. Mehr weiß ich nicht. Scheint wohl irgendwas mit der Milz zu machen, dieser Milzbrand. So, hier haben wir die nächste Station. Ich weiß nicht, was wir da genau prüfen, aber scheint zu helfen. Okay. Also hier testen wir wohl das Eis, ob da irgendwelche Schadstoffe drin sind, die diesen Milzbrand verursachen, gehe ich von aus. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Und Nummer 3. Hier finden wir bestimmt was. Ura! All three water monitoring stations test clean for anthrax. Thin the bore pack down by a few heads. That should create enough pressure to push them back home. Okay, wir sollen irgendeine Wildschweinherde jetzt als nächstes wieder nach Hause treiben oder sowas. Gehe zu der auf der Karte markierten Region, erlege 2 Wildschweine und verwerte sie. Okay. Das sollten wir hinkriegen, denke ich. Rentierbedürfnisgebiet. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal mitten rein. Die richtigen Waffen dafür haben wir ja schon. Ab hier beginnt die Region. Der Marker ist ungefähr ja in der Mitte von dieser Gegend. Das heißt, hier können wir schon die Augen offen halten. Der Grund ist übrigens, dass die halt die Nahrung für andere Tiere wegfressen, so habe ich das verstanden. Und dass die hungrige Raubkatzen anlocken, wie zum Beispiel Luchse. Hier sehen wir auch schon einen. Gerade eben. Oha, okay. Weiß jetzt nicht, ob ich dann auch noch einen Luchs erlegen soll, wenn ich den sehe. Denk mal, den vertreibe ich dann eher. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Weil wir sollen ja nur die Wildschweine auch aus diesem Gebiet vertreiben, damit die halt hier nicht mehr so viel Unruhe stiften. So, ab hier gehe ich, glaube ich, mal zu Fuß weiter. Wir sind nämlich schon im tiefsten Wald. Und gucken mal, ob wir hier Wildschweinspuren finden. Bis jetzt scheint das hier aber eher alles andere als Wildschwein zu sein. Moschustier. Wildschwein-Warnruf. Okay. Das heißt, in dieser Richtung sind Schweinchen. Versuche mich mal jetzt unentdeckt dahin zu schleichen. Wenn die jetzt eigentlich schon mich wahrscheinlich wahrgenommen haben. Ich weiß nicht wie, aber die scheinen gute Augen oder Ohren zu haben. Eins von beiden. Aber die Richtung ist schon mal gut, die wissen wir jetzt. Da halten die sich wohl auf. Oh, da vorne war, glaube ich, eins. Oh ja, da sind sie. He'll make a nice roast. Ich werde jetzt versuchen, da näher ranzukommen. Der Wind steht nicht schlecht. Zumindest noch nicht. Noch bin ich leise und unbemerkt. Ich würde halt, wie gesagt, gerne die mit dem Bogen erschießen. Zumindest versuchen. Ich weiß gar nicht, ob meine Pfeile dafür gemacht sind. Ich kann mal kurz mit dem Fernglas schauen, ob wir die in der Ferne sehen. Das wäre natürlich perfekt, ne? Wenn die dann... Oh, die legen sich da schlafen. Ruhegebiet. Das ist nice. Da können wir uns jetzt ansneaken. Wenn die schlafen, sind die ein leichtes Ziel. Bis zum nächsten Baum und dann mal gucken. Ich hole schon mal den Bogen raus. Im Liegen können wir damit nicht schießen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall aufstehen. Wir sind aber extrem leise unterwegs. Also das könnte helfen. Na komm schon. Ich sehe es halt auch nicht mal. Wo ist das? Ich kann das halt nur sehen, wenn ich es markiere mit dem Fernglas. Echt ein Problem. Hier ist es aufgestanden. Nee. Wo liegt denn das?
Geht es da runter oder so? So weit weg ist es nicht. Oder liegt das da im hohen Gras? Das liegt da im hohen Gras, oder? Wir müssen halt noch näher ran, Leute. Das geht nicht anders. Es ist riskant, aber ich habe so keinen guten Schuss. Diese Sneaky Action habe ich echt erst selten gemacht. Weil in den Challenges ist dafür mal keine Zeit. Ist nur ein Rentier. Okay, sehr gut. Nee, du greifst uns nicht an. Aua! Okay, es geht down. Wieso trifft er nicht? Oh nein! Alter! Oh Gott, wir werden angegriffen. Die haben gar keinen Bock auf mich. Oh, ich muss die Waffe rausnehmen. Schnell, nimm die Waffe! Nimm die Waffe! Oh Gott, wir werden angegriffen. Ah! Das ist Selbstverteidigung, Leute. Oh mein Gott. Alter Schwede. Lebt das noch? Das lebt noch. Ich dachte, das wäre tot. Geh weg. Oh Gott, spring! Oh, Alter. Wir müssen ein Medikit nehmen, schnell. Erste Hilfekasten. Oh. Alter Schwede. Das ist ja schlimm. Also wir haben mindestens drei erlegt. Gehe ich von aus. Einmal das hier. Das war der mit dem Bogen, oder? Ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall Action pur. Mission haben wir. But don't get cocky, Ditya. You'll need to harvest another boar before the pack runs off. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da oben sind die Spuren und ich glaube, da liegt es auch. Ja, perfekt. Wir lassen ja nichts zurück, was wir anschießen. Das heißt, wir haben drei Wildschweine erlegt. Aber Wildschweine sind auch super gefährlich, ne? Also ihr habt das gesehen. Holy shit. Okay, Muskeldarm. Und dann nur hinten noch in den Arsch, hinter die Hinterläufe. Gut, haben wir confirmed. Unsere nächste Mission ist jetzt, da vorne zu so einem Outpost zu fahren. Aber jetzt wenigstens ein schöner Weg zu dem Outpost. Mal schauen, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich die nächste Mission oder so. You've reached the outpost. Hurra! Hurra! Resupply and prepare yourself before venturing back into the wild. You've earned a respite, but don't go turning lazy on me. We still have loads of work to do. Natürlich. So, wunderschön hier. Wir gehen in die Hütte und legen uns ins Bett, ruhen uns ein bisschen aus, denn wir haben heute in der Folge wieder viel geschafft. But not all of them are welcome. Some of the nanites traveling through your area have reported their food being stolen. Can you see if this is an animal problem? Like a wavered lynx, hungry brown bear. Check around you for tracks. So, die nette Dame hat uns auch schon jetzt einen Hinweis gegeben, was uns die nächste Folge erwartet. Denn wir sollen die Umgebung nach einem Raubtier untersuchen, weil wohl irgendwie Nahrung oder so verschwindet. Ich bin sehr gespannt. Das heißt, nächste Folge wird es wahrscheinlich Jagd auf einen Luchs oder einen Bären geben. Aber ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Jäger, Dandy.